Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ihr habt es schon im Titel gesehen, ich zeige euch heute die neue Limited Edition von Banana Beauty. Ich habe lange kein Banana Beauty Video mehr gehabt. Jetzt gibt es mal wieder Neuheiten. Kiss on the Lips Limited Edition nennt die sich. Passend zum Valentinstag gibt es auch dieses Jahr eine limitierte Edition mit 3 Liquid Lipsticks und einer Mascara. Und ich zeige euch die Produkte heute in Action, swatch euch die und habe auch einen richtig coolen Rabatt. Also falls ihr Lust habt, bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Starte wie immer. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Ich habe mein Gesicht schon so fast halb fertig geschminkt, weil ich möchte jetzt mit euch die Produkte ausprobieren. Da brauche ich natürlich auch eine Base. Und das habe ich schon vorab gemacht in einem anderen Video mit euch. Kiss on the Lips, so nennt sich die neue Limited Edition. Ihr könnt sie ab sofort kaufen im Online-Shop. Ich habe einen 30% Rabattcode bekommen. Da könnt ihr auf alles im Online-Shop sparen. Und Banana Beauty ist ja mit den Preisen runtergegangen und ich habe eigentlich gedacht, dass ich kein 30% mehr bekommen werde für euch, aber das ist ein richtig guter Rabatt. Könnt ihr einiges sparen, weil die Grundpreise sind auch runtergesetzt worden und das ist richtig, richtig cool. Ihr habt mich auch schon angeschrieben, ob ich denn einen Code habe für die neue Limited Edition. Ja, hier bin ich mit dem Code. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch einen geben kann. Ich habe so ein süßes kleines PR-Paket bekommen. Das ist richtig, richtig goldig. Das ist so süß. Hier haben wir einmal die 3 Liquid Lipsticks, dann einmal so ein kleines Sticker-Paket und die Mascara. Zu der Mascara habe ich eine Info bekommen, dass ich jetzt eine ohne Umverpackung habe, aber an euch geht die natürlich mit Umverpackung raus. Das ist so cute. Das ist so schön. Kiss on the Lips. Die haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben mit dieser Kampagne. Also ich hatte da auch auf Instagram gesehen, die haben das total süß gestaltet. Ja, wir haben hier einmal 3 neue Liquid Lipstick. Die sollen ein semi-mattes Finish haben. Und ja, wir werden die Farben ausprobieren. Ich würde sagen, ich mache aber jetzt erstmal meine Augen fertig. Da ist nämlich eine Mascara mit dabei. Die sieht so aus. Also auch wieder in einem richtig schönen Design. Und hat oben nochmal so Herzchen im Deckel mit drin. Gefällt mir richtig gut. Und die hat ein geschwungenes, bananenförmiges Bürstchen. Seht ihr das? Ich bin ja ein absoluter Fan von der Volume Up Mascara. Das ist meine allerliebste Mascara von Banana Beauty. Die ist wirklich, wirklich gut und die hält den ganzen Tag. Das hier, das mag ich auch, das Bürstchen, aber das ist nicht mein absoluter Favorit. Trotzdem macht die super schöne Wimpern und die werde ich natürlich mit euch jetzt ausprobieren. Was ich auch ganz süß finde, hier sind solche Aufkleber mit dabei. Ich habe so ein paar Sticker bekommen. Das ist so süß. Und bevor ich mir jetzt Mascara auftrage, trage ich mir erstmal von Banana Beauty hier einmal den Basic Bitch. Das ist der Long Lasting Ink Eyeliner. Den trage ich mir jetzt erstmal oben am Wimpernkranz auf, denn ich habe noch keinen Eyeliner und nichts drauf. Und dann mache ich mir einfach so einen kleinen Liner. So, habe mir jetzt erstmal einen klitzekleinen Liner gemacht, also nichts Tolles. Einfach nur hier mit dem schwarzen Eyeliner von Banana Beauty, den mag ich sehr gerne allgemein. Die Eyeliner sind richtig gut. Also wenn ihr dort bestellt, schaut mal, weil jetzt gibt es ja wie gesagt die 30%, falls ihr noch Eyeliner oder Mascara oder irgendwas braucht, lohnt sich das diesmal auf jeden Fall. Ich hatte ja jetzt auch lang keinen Code mehr und ich glaube, dass ihr euch dann freut. So, jetzt kommen wir zur Mascara aus der Limited Edition. Wie gesagt, die hat so ein ja, bananenförmiges Bürstchen. Ich bin nicht so ein Fan davon. Ich mag lieber andere Bürstchen. Ich suche gerade meinen kleinen Spiegel. Wasche ich einfach mal los. Die Mascaren sind in der Regel immer sehr, sehr, sehr gut von Banana Beauty. Das können die wirklich. Das ist die Mascara mit einer Schicht aufgetragen und die trennt auf jeden Fall super schön. Die Wimpern lässt sich einfach auftragen. Ich finde gerade auch am unteren Wimpernkranz ist die total schön. Ich gucke mal hoch. Ich trage jetzt noch eine zweite Schicht auf und dann könnt ihr mal gucken, was die dann macht. Das, ihr Lieben, ist die Mascara mit 2 Schichten. Mit 2 Schichten gefällt die mir so, so gut. Guck mal, die fächert die Wimpern richtig schön auf. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern mit dem Ergebnis. Gefällt mir wahnsinnig gut. Ich hoffe, ihr könnt das so ganz gut sehen. Jetzt kommen wir aber zu dem spannenden Teil, und zwar den Liquid Lipsticks, Leute. Die haben immer so schöne Verpackungen für die Limited Edition. Also die kommen einmal so. Und wir fangen jetzt einfach mal mit dem Kiss Me Baby an. Ich nehme jetzt einfach mal random was raus und hier innen drin ist dann auch wieder alles
so wie die LE ist. Also die haben ein ganz tolles Design immer und dann könnt ihr euch das so hier rausnehmen. Also die Verpackungen sind immer sehr schön. Kiss on the Lips steht hier nochmal einmal drin. Ich liebe das, diese Verpackungen aufzureißen. Das ist ein Kirschrot. Ich habe hier auch wieder den gleichen Deckel, also mit diesen Herzchen oben drauf. Sieht so, so schön aus. Bei den Liquid Lipsticks ist das so fantastisch. Die halten bei mir den ganzen Tag. Und ich finde, dass man hiermit immer so ein leichtes Gefühl auf den Lippen hat. Die sind so leicht. Die fühlen sich so wässrig an. Wisst ihr, wie ich meine? Also man hat so das Gefühl, als hätte man nichts auf den Lippen. Dabei hat man eine schöne, kräftige Farbe drauf. Ich swatch euch erstmal so. Das wäre die erste Farbe, dieses Kirschrot. Also ich würde sagen, so ein Berry. Ton. Und ihr habt hier so einen ganz kleinen süßen Applikator, damit könnt ihr euch auch die Lippen schön umranden, wenn ihr Lust habt. Und genau, ich zeige euch auch gleich, wie schön der hält. Also die sind wirklich den ganzen Tag über sehr schön haltbar. Ihr braucht den in der Regel vielleicht einmal nochmal nachtragen, wenn ihr was zum Mittagessen gegessen habt. Ansonsten halten die wirklich super. Ah, schön. Jetzt fragt mich mal, nach was schmecken die? Die schmecken irgendwie fruchtig. Ich kann euch das nicht sagen. Total lecker. Es könnte sogar ein Kirschgeruch sein. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Auf jeden Fall, das ist einmal der Swatch. Das ist die Farbe aufgetragen. Ja, und das ist die einmal in der Verpackung. Sieht sehr schön aus. Eine wirklich tolle Farbe. Kiss Me Baby. Ach, Baby heißt das. Genau, nicht Baby. Und ja, genau. Das wäre die erste Farbe einmal aufgetragen. Sehr, sehr schön. Wir kommen zur nächsten Farbe. Das ist die Farbe Tomorrow's Problem. Und das ist ein pfirsichfarbener Nude-Ton. Da bin ich gespannt. Ich bin ja nicht so Pfirsichfarben-Fan. Och, der riecht wieder gut. Die riechen total lecker. Der Nude-Ton aufgetragen. Also der ist schon wirklich nude mit tatsächlich so ein bisschen Pfirsich-Unterton. Den trage ich jetzt auch mal auf. Und das hier ist einmal der Tomorrow's Problem aufgetragen. Hier seht ihr ihn einmal im Swatch, hier seht ihr ihn auf den Lippen und hier nochmal in der Verpackung. Und ich finde, das ist wirklich ein super schöner Ton, perfekt für den Alltag. Ich habe gedacht, der ist mehr orangestichig, aber ist der gar nicht. Also der hat nur so einen leichten Unterton, was mir sehr gut gefällt. So ein zarter Pfirsichton eben. Gefällt mir mega. Ich komme mal ein bisschen näher und dann könnt ihr auch mal dieses Finish sehen auf den Lippen. Hier steht auch noch was. Ich habe so eine Karte noch oben drin gefunden. Die habe ich jetzt gerade mal abgemacht. Und hier kann man den ultimativen Kusstest machen und selbst überzeugen, dass die halt nicht abfärben. Unsere Semi-Matte Liquid Lipsticks sind ein perfekter Begleiter für unvergessliche Nächte. Die kussechte, langanhaltende und wasserfeste Formel sorgt für einen makellosen Look, egal wohin die Nacht dich führt. Ja, das ist auf jeden Fall total gut. Ich würde sagen, ich mache den Kusstest mal. Es müsste jetzt eigentlich trocken sein. Ein bisschen lasse ich das noch trocknen. Muss ja auch angezogen sein. Und dann seht ihr das mal auf jeden Fall. Die sind wirklich wasserfest. Ihr könnt da Wasser drüber laufen lassen. Ihr könnt damit ins Schwimmbad springen. Ihr habt auf jeden Fall den Lipstick immer noch drauf. Ist ja in vielen Fällen gewollt, dass das auch drauf bleiben kann. Und das habt ihr mit den Bananen. Beauty Lipsticks auf jeden Fall. Die sind auch unter Masken, sind die auf jeden Fall sicher. Da verschmiert nichts oder so. Ja, und ich mache jetzt mal den Kusstest hier bei dem Mund. So. Nee, nichts drauf. Nur so ein ganz kleines bisschen, was halt eben hier in der Innenseite von der Lippe war. Aber ansonsten ist hier nothing drauf. Das kann ich auf der Hand auch nochmal machen hier. Da seht ihr, ist nichts drauf. Also da geht auf jeden Fall nichts ab. Mein Freund mag das auch, wenn ich Lippenstifte drauf habe, wo nicht abfärben, weil sonst kann er mir keinen Kuss geben. Man kennt's, oder? Die Farbe würde ich jetzt auch gerne drauf lassen, aber wir haben noch einen weiteren. Deshalb nehme ich mir den jetzt mal runter, leider. Bekommt ihr ganz einfach mit einem Abschminktuch oder mit einem Glensing Balm runter. Also da würde ich mit was Öligem dran gehen, weil mit was nur mit Wasser bekommt ihr das jetzt nicht so gut runter. Also ich mache das immer mit so einem Cleansing Balm eigentlich und jetzt in dem Video habt ihr mit so einem Abschminktuch. So, die letzte Farbe, Champagne Ready. Das ist ein, ich glaube, ein rosa stichiger Ton war das. So sieht der aus. Steht auch wieder Kiss on the Lips drauf. Ein rosa stichiges Nude. Das ist, glaube ich, eher was für mich. Ich bin mal gespannt, also das andere hat mir auch gut gefallen, aber ich bin ja eher so der Rosé-Typ. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher so ein bisschen eine kühlere Farbe nehmen. Das ist definitiv ein kühlerer Ton. Guck mal, das ist der hier. Der ist halt nicht so warm wie der in der Mitte. Ja, den trage ich mir jetzt auch nochmal auf. So ihr Lieben, das ist der Nude-farbene aufgetragen, der rosastichige, der Champagne Ready. Ich muss auch immer nochmal gucken. Hier seht ihr den geswatcht, hier seht ihr ihn aufgetragen, hier nochmal in der Verpackung.
Ein wunderschöner Ton. Der gefällt mir richtig, richtig gut für den Alltag. Den finde ich noch ein bisschen schöner wie den vorher. Also wenn ich mich entscheiden müsste, wären das hier meine Lieblingsfarben, der erste und der letzte. Ich finde aber alle drei tatsächlich schön und kann euch auch empfehlen, die ganze LE zu kaufen. Denn die Mascara macht so schöne Wimpern. Die sieht wirklich super aus. Die stempelt nicht ab, die bröselt nicht runter. Das ist immer eine gute Qualität. Also ich benutze die ja jetzt schon ziemlich lange, die Banana Beauty Mascaren. Und die sind wirklich immer, immer klasse. Ja, das ist einmal die LE. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen, damit ihr für euch die passende Farbe findet oder euch entscheiden könnt, ob ihr die LE braucht oder nicht. Ist auf jeden Fall ein gutes Angebot mit den 30% Rabatt und vielleicht braucht ihr ja noch das ein oder andere Produkt, wie zum Beispiel die braune Mascara oder die Eyeliner. Die lohnen sich immer mitzunehmen. Und genau, ja, mir hat es Spaß gemacht, jetzt hier die neuen Produkte auszuprobieren. Ihr wisst ja, ich liebe Banana Beauty und ich freue mich immer sehr, wenn ich neue Farben mit euch ausprobieren kann. Schaut unten in der Infobox vorbei, dort ist der 30% Code einmal verlinkt und ihr könnt auch über den Link reingehen, dann bekommt ihr das, glaube ich, auch direkt abgezogen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die LE schön findet oder nicht. Ich bin gespannt auf eure Kommis und würde mich jetzt auch verabschieden, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Should say